Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute will ich euch einen kleinen Praxistipp mitgeben. Und dieser Praxistipp hat etwas mit der Morgenroutine und mit einem Smartphone zu tun. Ihr wisst es ja vielleicht und eventuell nutzt ihr es sogar selbst schon. Ich halte eine Morgenroutine für einen Trader für sehr, sehr wichtig. Das heißt also, dass man sich früh am Morgen, bevor man den allerersten Trade macht, einfach mal hinsetzt und so gewisse Dinge, die für das persönliche Trading wichtig sind, abfragt. Wir bei uns im Coaching, wir lehren ja auch eine bestimmte Art der Morgenroutine. Das heißt, wir fragen natürlich die für Optionshändler wichtigen Dinge ab. Also wie ist die Volatilität? Wie sind die einzelnen Indizes, sind die über dem 21er Moving Average oder nicht? Gab es gestern irgendwelche Panikzeichen? Wie sind die Put-Call-Ratios? Und so weiter und so fort. All das trage ich mir Tag für Tag in eine Excel-Tabelle ein. Und der Grund, warum man das ja in eine Tabelle eintragen soll, ist ja nur der, dass man, wenn man eine Reihenfolge hat und sagt, ich muss jetzt 10 Punkte abfragen, dass man keinen dieser 10 Punkte vergisst. Also, dass man dann nicht am nächsten Tag sagt, hoppla, ich habe jetzt 3 Tage lang nicht auf irgendeinen Markt geschaut, weil ich nicht daran gedacht habe. Und wenn du eben so eine Liste hast, so eine Vorgabe, wo du nach und nach alles ausfüllen musst, dann vergisst du einfach nichts. Also eine ganz normale Routinesache. Jetzt höre ich natürlich immer mal wieder von Kunden oder auch Interessenten, die sagen, Mensch, ich verstehe das schon mit dieser Morgenroutine, wie wichtig das ist und ich weiß auch, dass es nur vielleicht 10 oder 15 Minuten dauert, aber ich bin halt oftmals beruflich so stark eingespannt, dass ich einfach es nicht schaffe, mich an meinen Rechner zu Hause hinzusetzen und mir diese Tabelle jeden Tag zu machen oder aber ich komme manchmal erst nach Hause, wenn die US-Börsen schon wieder geöffnet haben und dann sind ja die Ergebnisse vom Vortag schon wieder weg und ich möchte aber auch jetzt nicht bis in der Nacht aufbleiben, bis die Daten dann irgendwann vervollständigt sind. Und da kommt jetzt hier dieses kleine Smartphone ins Spiel, ob das jetzt ein iPhone ist oder irgendein anderes, das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Die meisten von uns haben doch mittlerweile so ein kleines Smartphone. Und mir geht es auch so, wenn ich unterwegs bin, dann fahre ich nicht immer zwingend früh nochmal ins Büro. Also wenn ich irgendwie einen Geschäftstermin habe oder vielleicht irgendwo hinfliegen muss, dann fahre ich natürlich früh los von zu Hause. Und jetzt stehe ich auch nicht extra eine halbe Stunde eher auf, um mir meine Morgenroutine anzuschauen. Was mache ich dann aber? Ich habe mir hier auf dem Smartphone habe ich mir, da hat ja jeder irgendeinen Internetbrowser drauf und da habe ich mir einfach ein paar Links abgespeichert und zwar von den Dingen, die wirklich wichtig sind, dass man sie jeden Tag anschaut. Das heißt also, ich möchte ganz einfach sehen, wie war gestern der VIX und die VIX-Terminstrukturkurve, wie waren die Put-Call-Ratios, wie waren die Volumendaten. Und da habe ich mir die Links zu den Internetseiten einfach hier abgespeichert und wenn ich jetzt tagsüber unterwegs bin und eben keine Chance habe, zeitlich an meinen Rechner zu kommen und mir das Ganze anzuschauen und in die Tabelle einzutragen, dann mache ich zumindest eins, ich mache mir hier schnell das Internet an und schaue mir einfach die Seiten an, damit ich die Zahlen zumindest mal gesehen habe, damit ich eben definitiv nichts Wichtiges verpasse. Also, dass es dann nicht irgendwie mal zum Beispiel ein Panikzeichen gab, extrem großes Put-Call-Ratio oder besonderes Volumen, irgendwie 90% Up- oder Down-Volumen, dass ich das eben nicht verpasse. In der Regel ist es ja so, dass solche Tage nur sehr, sehr selten im Jahr auftreten. Das passiert ja jetzt nicht zweimal in der Woche, sondern tendenziell eher 2-3 Mal im Jahr. Und damit ich aber nicht ausgerechnet das verpasse, einfach früh, wenn ich dann unterwegs bin und irgendwo hat man ja doch mal 5 Minuten Pause, egal wo ihr jetzt arbeitet oder wo ihr unterwegs seid und dann eben schnell das hier hergeholt, nachgeschaut und dann habe ich vielleicht die aktuellen Daten nicht zu Hause in meinem Rechner oder eben ich hier im Büro in meine Excel-Tabelle eingetragen, aber ich habe definitiv nichts verpasst und ich habe meinen Blick auf die Märkte geworfen. Und das ist, glaube ich, so ein kleiner, wie heißt das so schön neudeutsch, Lifehack, den ihr auf jeden Fall auch anwenden könnt, weil wie gesagt, die meisten sind ja heutzutage eh mit so einem Teil hier unterwegs, schauen da am Tag 20 Mal drauf, wie das Wetter wird und dann könnt ihr auch noch einmal mit hinschauen und schaut euch ein paar Kriterien an, die wichtig sind für eure Morgenroutine. Wenn ihr mehr solche kleinen Tipps und Tricks beim Optionshandel kennenlernen wollt, dann
Schaut wieder rein beim nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt zu solchen Sachen, schreibt mir das ganz einfach hier unten in die Kommentare. Ich helfe euch gern hier als Optionshändler voranzukommen. Und ich freue mich auf euch und aufs nächste Video. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.